Millionen Touristen reisen jedes Jahr in die bayerischen Berge. Im süddeutschen Bundesland befinden sich einige der beliebtesten Wintersportgebiete Deutschlands. Die Berge, sie sind aber nicht nur Sportgebiet, sondern auch Rückzugs- und Sehnsuchtsort. Hier haben sie Rahmen bekommen. 1,5 Jahre lang hat sich Kunsthistorikerin Sandra Uhrig mit der Anziehungskraft der Berge auf den Menschen beschäftigt. Dabei stieß sie auf das sogenannte Alpenglühen. Für mich ist es das Phänomen, was wir kennen, wenn die untergehende oder aufgehende Sonne die Berge beleuchtet. In diesem ganz besonderen, einzigartigen Moment, der nur wenige Sekunden dauert und der uns fasziniert. Und dann erstirbt sozusagen wieder, das Gebirge erkaltet. Und diesen Moment trägt man noch eine Weile in sich und war für uns sozusagen auch Ausgangspunkt für diese Ausstellung. Die Schau im Schlossmuseum der kleinen süddeutschen Stadt Murnau zeichnet nach, wie sich das Bild der Berge und der Blick auf die Berge in den vergangenen 200 Jahren gewandelt hat. Detailverliebt zeigt sich der deutsche Maler Heinrich Bürkel Mitte des 19. Jahrhunderts in diesem Ölgemälde. Wenige Schritte weiter verliert die Landschaft allmählich an Freundlichkeit. Immer noch wird im Gebirge gewandert. Trügerisch sind beim Münchner Maler August Seidel die letzten Sonnenflecken am Rande des Wildbachs. Im Hintergrund droht schon das Unwetter. Dieser Kletterer wird von einer Frau in die Tiefe gerissen. Die Alpenbraut nannte Leopold von Bode sein Gemälde. Einen Raum weiter, ein Bild des berühmten britischen Bergmalers Edward Theodore Compton. Mit fast fotografischer Genauigkeit stellt er die Winzigkeit des Menschen im Vergleich zu den Bergen dar. Die Expressionisten rauben dem Berg Anfang des 20. Jahrhunderts seine Deutlichkeit, benutzen ihn nur noch als symbolischen Stimmungsträger. Mit einem zeitgenössischen Künstler wagt sich Sandra Uhrig zum Schluss der Schau sehr dicht an den Berg heran. Man ist jetzt am Ende der Ausstellung am Felsen angelangt und man kann ganz gut nachvollziehen, wie sich die Felsblöcke gegeneinander aufbäumen, in die Höhe staffeln, herabfallen. Also es ist sozusagen wie ein Moment, wo das Gebirge gefriert oder wo die Malerei in der Technik gefriert und das Gebirge so darstellt, wie es uns auch manchmal erscheint, wie ein steinernes Meer. Und so will die Ausstellung Lust machen, die Bergwelt genauer zu betrachten und vielleicht auch einmal ein echtes Alpenglühen zu entdecken, außerhalb des Bilderrahmens.